interessant. Das wird interessant. So. Wie kriege ich jetzt den hier rüber? Oh, ich hätte eine Idee, aber das hier hoch und dann so eine scharfe Kurve, aber das, oh, ich will das nicht. Ganz ehrlich, Leute, nee. Das nicht. Das nicht. Da baue ich lieber die Tunnel. Rücke dir eins rüber. Oder kann ich nicht? Nee, das. Habe ich eine Brücke drüber? Dann mache ich eine direkte Zufahrt. Eieiei. Warte mal, machen wir das anders. Heben wir mal an, dass wir hier nicht wieder hoch und runter bauen müssen. So, hier eine Brücke drüber. Da pendeln jetzt die Züge rein. Dann machen wir hier eine Brücke drüber. Hier eine Brücke drüber. Dann machen die Züge hier so ein bisschen ja, Streckenhopping, würde ich es mal nennen. Was ist hier? Ach, da ist sogar ein Depot. Das ist ideal. Da können wir das dann von dort nutzen. 1, 2, 3. Ja, ich mache das mal hier hinten. Dann habe ich da eine Zuglänge ungefähr Abstand. So. Genau, da musst du da jetzt warten. So, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt müssten die Züge irgendwie auch eine Anbindung hier rüber bekommen. Da will ich nach Shimano Tal kommen. Oh Gott. Warte mal, ich glaube, ich würde die erstmal so fahren lassen. Wir hauen die erstmal so raus, die Züge, und kümmern uns dann um die Anbindung. So, Shimano nach. Wo hatte der? Shimano Dingshausen? Wo ist denn das? Hier, Shimano Tal, ne? Langsam ein bisschen unübersichtlich hier. Genau, Shimano Tal. Vielleicht ist der auch mit dem Umweg schneller, weiß man ja auch nicht. So, dann kann der weg. Gut, der war eh gerade leer. Oh, jetzt habe ich schon wieder den Jahresabschluss verpasst. Oh, 5, ja gut, die neuen Fahrzeuge, die reißen das natürlich rein. Da können wir mal gucken, waren 16 Millionen? War das nicht bei 36? Da habe ich mich verguckt. Die sind jetzt alle auf Minus hier, warum denn das? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall bringt das jetzt die Sortierung ein bisschen durcheinander hier. Na gut, hier gibt es immer noch Fahrzeuge mit Gewinn. Die haben jetzt irgendwie Minus. Das sind jetzt noch hier diese, na gut, drei. Ja, die drei machen wir noch. Bei dem hier weiß ich halt nicht. Bei dem sieht das so aus, als würde der immer so zwischendrin mal. Oh! Was ist hier los? Ach du Scheiße. Falsches Signal gebaut. Hat direkt für Chaos gesorgt. Ja, genau. Kann wieder reinfahren. Ja, ist aber peinlich jetzt. Und dann wundere ich mich, warum hier. Naja. Passiert, wie man so schön sagt, ne?
So, was hat der für eine Runde? Nagahashi Höhe nach Shimahashi Süd. Den kann man auch von dem anderen bedienen. Von dem hier. Habe ich jetzt wegen einem Zug hier diese Strecke herübergebaut? Ich hoffe nicht. Das war nämlich blöd. Na gut, wenn es so wäre, wäre es halt so. Der fährt einfach hier nach Shimahashi. Sehr schön. Das war auch der Start der Runde. Ist das der Zug zufällig? Ne, 508. Ja, wie gesagt, 27 Minuten ungefähr für eine Runde. Ah, jetzt habe ich den Zug wieder zugemacht. Ach, hier ist er ja schon. Shimahashi, genau. Kommt doch gleich an, dass wir ihn verkaufen können. Und weg damit. So, jetzt haben wir noch den hier. Du kannst eigentlich gleich im Depot bleiben. Sehr schön. Nach Kawaii Waldrand will der. Da bietet sich auch hier oben die Strecke an. Oh, was hier an Warenkisten schon wieder drin liegt. Könnte man, glaube ich, fast schon noch ein bisschen was raushauen hier. Aber erstmal will ich hier den Grundbedarf stillen. So, hier rum, dann nach Kawaii Waldrand. Ich glaube, da müssen wir spätestens hier irgendwie jetzt eine Abzweigung machen. Was ist denn das eigentlich hier für ein Zug? Was macht denn der? Das ist so ein Mischzug. Ich glaube, Post müsste man gucken, ob man das auch noch... hier waren an, ja. Ob die überhaupt noch dingsen. So, welcher war das jetzt? Der hier, der kann weg. Also es sind schon zwei Züge, die dann hier diesen Umweg fahren müssen. Wenn es noch einen dritten gibt, dann baue ich das, damit sich das lohnt. So, nach Nui. Das ist der hier. Muss dann auch der hier unten herhalten, obwohl Streckenvergleich. Dort hochfahren. Passt nicht ganz auf einen Bildschirm. Und dann hier hoch. Hier sehe ich. Doch, das könnte von hier unten, das ist kürzer, oder? Ja, gefühlt nicht wirklich, ne? Das sieht alles gleich lang aus. Oh, hier oben ist es Warenkistenstau, weil da jetzt die Züge nicht mehr so viel nehmen. Und hier unten warten sie jetzt auf... Jetzt ist es sinnvoll, dass ich hier den Split gemacht habe. Ich würde mal den hier, der Nui anfährt, den würde ich mal so durch einen schnelleren Zug ersetzen. Dass der weiterhin dort oben reinfährt. Was bringt denn der? Wir ersetzen den mal 1:1 jetzt durch diesen schnelleren Zug. Vielleicht ist das sinnvoller, als wenn wir das einkürzen. Wie gesagt, das macht jetzt nicht so den Eindruck, dass das irgendwie kürzer wäre. So, fallen jetzt überhaupt noch irgendwelche Züge hier hin? Ja, ein paar, die aber alle Gewinn machen. Na gut, bis auf die hier, warum auch immer. Müssen wir mal gucken, wo fahren die hin. Aber dann müsste ich eigentlich die anderen hier auch ersetzen. Das ist ein bisschen knapp hier, ne, der hier. Also wir ersetzen die dann auch hier alle noch. Und dann müssten die, weil die ja ein bisschen schneller fahren, hoffentlich noch ein bisschen mehr Kohle rausholen. Hoffe ich mal. So, wo ist das Depot jetzt, wo er reinfährt? Da fällt es ja gerade aus. Ja. Kommt ja auch ein Warnzug an? Ja. Oh, der macht aber Verlust, weil von wo kommt der? Von Okajima Höhe. Ja gut, hier könnte ich mir wirklich vorstellen, das liegt daran, dass das Spiel denkt, oh, das sind ja bloß 5 Meter und in Wirklichkeit fährt er 50 Kilometer Umweg. Weiß nicht, ob das Spiel so berechnet, dass er irgendwie so die direkte Strecke
berechnet und dann aber die tatsächliche Fahrzeit, wenn ihnen das zu lang vorkommt, dass es dann eine Strafe gibt. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das so ist. Aber wer das weiß, kann es ja mal in die Kommentare reinprügeln. So, da kommt das Okajima Depot an. So, wieder mal komplett. Oh, hoffentlich merkt er sich das jetzt. Na gut, Noé, dass der nach Noé gefahren ist. Die vier Buchstaben. Na gut, hat sich gemerkt. So ist brav. So. So, jetzt nehmen wir uns hier vorne noch die vor. Hier ist gerade einer. Findet seine Chapeau nicht. Oh, Chaos. Das ist gerade der. Bitte einmal ins Depot fahren. Wir schicken die jetzt einfach en masse ins Depot, ja. Dann sind wir schneller durch, hoffentlich. Das wird ja hoffentlich was bringen, wenn die hier schnellere Züge fahren lassen. 20 Minuten schon bei Waren. Bei ihren Waren, da sehe ich echt, die haben auch noch was mit Minus. Auch nicht mehr so viel. Da müsste man sich eigentlich auch mal angucken, was da. Obwohl, die fahren hier, ne? Das ist nicht viel, ne? Wo fahren die hin? Hier rüber. Hä, wo war das jetzt? Das ist bestimmt auch sowas. Ne, Moment. Wo fahren die hin? Müssen wir so nochmal drüber reden. Haraoka Transfer. Dort. Das ist bestimmt auch sowas, dass die denken. Achso, da haben wir hier diesen Referenzzug. Ne, der macht Gewinn. Dann wird das Problem sein. Dass die wirklich denken: Oh, hier, Da komme ich ja theoretisch in 10 Minuten hin, aber nee, in Wirklichkeit fahre ich 3 Stunden.